Weil kommt er überhaupt dahin? Nee, der kommt ja gar nicht bis dahin. Ne, ist auch zu weit weg. Kann ja nur 5 Schritte gehen. Na gut, dann machen wir es so. Dann darf er sich hier einmal allen in den Weg stellen. Problem ist, jetzt kommt jeder natürlich einmal auch an ihm vorbei. Jetzt habe ich Sade leider da echt blöd abgestellt, muss ich leider sagen. Das heißt, ich muss leider mit dem Gewitter mal hier ein paar von den stärkeren Einheiten mal ein bisschen... Kann ich wenigstens einen von den One-Hitten? Immerhin. Nehme ich aber, glaube ich, lieber den mit der Silberlanze weg. Weil wer kommt alles an Sane ran? Du? Du nicht. Du? Du nicht. Du? Ah, du hast eine Fernwaffe, ne? Das ist nur ein Langspeer. Da kommt eigentlich eine ganze Menge an ihn dran. Dann nehme ich lieber sogar den hier raus, weil der an Sane drankommen könnte. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann muss ich dich da hinstellen. Wie viele Leute kommen da an den dann dran? Du kommst leider so oder so dran. Du dann leider auch. Und du leider auch. Das heißt 16 Schaden, 17 Schaden... Potenziell 20. 15. 5 Verteidigung. Es ist leider jetzt gerade ein bisschen blöd. Wenn ich Florina da jetzt reinschmeiße, um den Ballistatypen zu töten. Wie hoch ist die Chance, dass sie lebendig wieder raus... Wie einfach schon volle Stärke und Fähigkeit hat. Wie hoch ist die Chance, dass er lebendig wieder rauskommt? Mit einer Lanze in der Hand. Er ist ein Lanzenmeister, aber der ist nicht so schlimm. Dann kommen nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Charaktere raus. Ran. Wie ist denn da so der Damage? Moment. Ja gut, du hast noch den Lanzenmeister, du zählst nicht. 24 Trefferquote. Let go. Den da mal kurz aus dem Weg räumen. Schönes Level up. Die Sache ist, stelle ich jetzt Elliwood dahin, um zumindest ein paar Angriffe abzufangen. Wobei, wenn ich das gerade sehe, kommt sogar nur ein einziger dran. Das ist okay. Das kann ich überleben. Ich glaube, ich schicke mal Jafar doch mal mit hier oben hin. Und ich glaube, du wirst auch eher da hinten benötigt. So. Und du mal den da einmal kurz aus dem Weg. Das reicht auch schon aus. Ja, das reicht aus. Dann hier einmal schnell. Ich würde eigentlich gerne noch den Lanzenmeister-Typen da wegräumen mit Kent. Weil dann hat es Florina ein bisschen einfacher.
Nicht viel, weil immer noch sehr viel an sie rankommen, aber zumindest der eine, der hier wahrscheinlich mit am meisten Schaden machen kann, wäre weg. Muss ich aber leider auch echt zum Stahlschwert greifen. Und da ist auch die Trefferquote nicht so pralle. Aber was will man machen, ne? Ja, was will man machen? Daneben hauen. Da komme ich gerade so nicht dran. Okay, let's go. Das ist okay. Hector anzugreifen ist immer okay. Vor allem, wenn er solche Level-Ups kriegt. Genau deswegen wollte ich den gerne aus dem... Was ist das für ein Dodge Master? Das Gute ist aber, er blockiert jetzt einen Angriffsspot. Somit kommen weniger an sie ran. Sie muss auch leider jeden Einzelnen davon weghauen, ne? Verteidigungslevel ab? Bitte? Ah, Fähigkeit. Es will einfach jeder was von ihr. Hey, Geschwindigkeit hat dafür gesorgt, dass ich jetzt zwei mehr Ausweichen habe. Die beiden Helden sind halt noch da. Das macht mir Sorgen. Ich habe halt nicht Schaden aus, ich habe mich einfach dahingestellt und gemacht. Deswegen weiß ich nicht, wie angespannt die Situation noch ist. Wenn der General einfach nur null Schaden macht. Läuft bei dem. Können wir bitte links weitermachen? Das ist gerade ein bisschen spannender als die Seite. Oh, cool. Waffenlevel erhöht. Hm, 14. Oh, gut. Ging daneben. Ging daneben! Mann, ey! Denkt sich jetzt der Black Fang Guy. Ich sag euch, Florina hat bald Max-Level. Ah, ging leider nicht daneben. Aber gut, bei so vielen Leuten, die jetzt angegriffen haben, bei 20% dann doch mal zu treffen, ist, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Ihr kriegt, glaube ich, auch keine guten Level-Ups, weil schon zwei ihrer Werte auf Max sind. Okay. Sind da leider noch drei, die Say noch wehtun könnten. Was? Ach so. Ich habe ja eine Ballista ja schon komplett wieder vergessen. Oh, nice. Er greift nicht Say an. Die gehen für Hector. Ja, noch mehr Hector. Wenn der eine oben jetzt auch noch Hector angreift, dann ist es geil. Weil dann kann ich Hector genau... Naja, nimm lieber Raven. Aber dann kann ich Hector genau auf diese eine Kante setzen, wo keiner mehr vorbei kann. Dann blockt er einfach alles ab da oben. Geil. Damit steht die Wand. Die Mauer steht. Lass mich den mal wegräumen erstmal. Nice. Irgendeiner Wert auf Max? Noch lange nicht. Ja. Jetzt könnt ihr mich hier an der Stelle nicht mehr durch. Das heißt, die Charaktere hier sind erstmal safe. Gut. Unsere Taktik hat funktioniert. Florina hat nur die Hälfte ihrer KP verloren. Kommst du da hin? Nein. Dann einmal von hier aus.
21% Trefferquote. Nimm mal den da einfach mal raus. Du kannst den da mal rausnehmen. Hoffentlich jetzt mal. Können wir den bitte mal endlich mal besiegen? Danke. Dieser blöde Lanzenmeister. Waffenlevel erhöht auf. S. Nice. So, Florina lässt sich hier vorne gleich mal heilen. Fällt jetzt auf, dass da oben ja noch mehr von den Geistern sind. Und ich habe leider ein Schwert ausgerüstet, ne? Okay, Planänderung. Nicht Florina lässt sich heilen, Kent lässt sich heilen. Aber ich glaube, er steht in einem Wald. Das gibt zumindest ein bisschen mehr Ausweichen. Ja. Problem ist, jetzt habe ich sie da so weit, rangezogen, dass ich sie auch nicht mehr weg können wahrscheinlich. Ups. Knapp. Wie viel Schritte hatte? Du willst eh das Dorf angreifen. Du kommst nirgendwo dran, du kommst nirgendwo dran. Das heißt, ihr beiden kommt nur halt dran. Und greift wahrscheinlich gleich Kent an. Dann stelle ich mich zum Angriff zur Verfügung. Ich könnte den zumindest zu mir baiten. Was mit dir eigentlich? Perfekt außerhalb der Reichweite. Ich glaube, ich mache das sogar so, dass ich mich für den zum Angriff freigebe. Ob jemals jemand diese Lichtrune geklaut hat? Ist die so notwendig? Frage ich mich dann da. So. Der da. Wer hat Bock auf ein Level-Up? Du nicht. Zumindest so nicht. Na, dann noch lieber das Silberschwert. Ich hätte ja gucken können, ob ich mit Pent hätte schwächen können. Wenn ich mal ganz witzig wäre. Nee, du bist gar nicht. Hier, Dart war angeschwächt, stimmt. So, du machst aus der Entfernung 23 Schaden. Aber ich komme auch gar nicht bis zu dem Feld, um ihn anzulocken. Aber ich glaube, ich würde ihn sogar gleich gerne mal anlocken mit Dart. Und dann mal gucken. Ah, wobei, ich hätte ihn so hinstellen können, dass ihn Ninja noch antanzt. Wie weit kommt sie denn gerade? Oh, nirgendwo hin. Na gut, du bleibst auch hier erstmal stehen. Du bleibst hier stehen. Du bleibst da stehen. Du bleibst da auch. Und du auch. So, weiter geht's. Das ist okay. Sogar ausgewichen. Sehr schön. Ich meine, die 20 Punkte ausweichen mehr ist auf jeden Fall schon sehr geil. Ja, gut. Weg mit dir. Wo geht der Held jetzt hin? Hm. 0% Trefferquote. Okay. Nett, dass es versucht hat. Also, at least he tried. Das wäre so das Paradebeispiel von, er war stets bemüht. Na, schade. Wobei, Kent macht ja auch nicht so viel Schaden. Wie die sich da oben einfach alle... Ja. Oh, war das ein Crit? Cool.
wie die sich da oben einfach alle an Hector aufhalten, weil sie einfach nicht durch können. Und da die KI nicht intelligent genug ist, erst die Einheiten zu ziehen, die sich, die direkt vor ihm stehen, um danach mit den nächsten nachzuziehen, ja, steht Hector da und denkt sich so, ich chill hier meine Base. So. Kann ich dich wegräumen? Von dir muss ich aufpassen, weil der hat wahrscheinlich auch eine erhöhte Crit-Rate. Ja, Crit 20. Wie viel hat meiner denn so? Crit 25. Das heißt, dir sollte ich jemanden entgegenwerfen, der eine gute Verteidigung hat. Aber du hast nur einen Angriff von 20. Das kann Kent ganz gut aushalten. Vor allem, wenn ich Kent vielleicht auf die Festung sogar stelle. Aber damit würde ich sogar noch einen Zug warten, damit ich den da erstmal mit Dart anlocke. Der ist nämlich wieder bei voller Kraft. Der kriegt das schon hin. Du fliegst gleich da. Moment, wie weit? Okay, hier also stehen bleiben einfach. Und dann hauen wir den erstmal weg hier. Moment. Yes. Man könnte auch einfach in das Gebirge herumlaufen. Und das hier Gebirge herumlaufen. Ja, nee. Der kürzeste Weg immer. So, Besuch. Ah, ihr. Wie? Geht. Ich habe nichts gesehen. Ich habe niemand mit ihnen gesprochen. Wartet. Nehmt diesen Stab. Ich danke euch für Prinz Zephiel. Der Teleportstab. Geil. So. Ja nicht drauf. Wait. Aber Lin könnte die Balliste doch steuern, oder? Sie ist eine Infanterie-Bogeneinheit. Ich probiere das mal aus, ob sie die Balliste steuern kann. Teleportstab besser als ein Buch. Ja. Auch wenn, nachdem ich jetzt schon so viele Fire Emblem-Spiele gespielt habe, gemerkt habe, dass ein dich teleportierendes Buch ziemlich staple ist eigentlich für Fire Emblem. Das ist nichts Ungewöhnliches. Oder auf ein Langsperr. Na gut. Entweder gibt es Teleportierbücher oder Teleportierpuder. Es wird immer irgendwie teleportiert. Deswegen kann ich nicht verstehen, warum sich wegen dem Teleportierbuch von Leo sich aufgeregt wird. Ein Schaden. Hector ist einfach in die Wand. Ja, und ein Buch ist schon ein bisschen logischer als Sprinkle. Nice. Hector und Florina sind einfach so ein Dreamteam. Nope. Schaden. Schon ordentlich. Aber... That did it. So. Da kommt der Nachschub. Ich würde aber behaupten, die können jetzt einfach gerne alle in Oswin zerschlagen. Ist hier unten irgendwas? Da wäre zumindest der Wald. Aber dich hätte ich gern auch noch. Aber ich glaube, ich muss leider Oswin dahin stellen. Dann wiederum, wenn mir eine Einheit 0 Schaden macht, kann die mich auch gerne kritten. Die wird auch weiterhin 0 Schaden machen. Oswin, do your thing. Rammel die alle mal weg. Und wir ziehen die anderen mal hier so ein bisschen zur Seite ab. Braucht irgendjemand... Heilung? Oswin. Na, für einen nicht. Wo
Problem ist leider, ich komme nicht an die Ballista dran. Das heißt, Lin muss noch ein bisschen warten. Wie sieht es hier oben eigentlich aus? Wir haben auch eine Ballista, ne? Theoretisch, ja. Florina, zieh dich mal hier rüber hin. So. Ich könnte den da mal besiegen und dann seinen Platz einnehmen im Kreislauf des Lebens. Oh, wobei, könnten es eigentlich auch die machen. Sind die Fernwaffen? Eine Langsperre halt nur. Wie sieht es bei dir aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nicht safe. Na komm, Sane, mach du das. Ich sag mal, bleiben wir einfach dabei. Jegliche Teleportier-Items sind einfach pure Plot-Convenience. Und ja. Ende. So. Ziehen wir euch alle mal so ein bisschen in die Richtung hoch. Und Elliewood, ich lasse dir mal Ninjan direkt neben dir. Weil ich nicht weiß, wo ich hin muss mit dir gleich. Ich weiß nur, dass ich irgendwo hin muss. Hat eigentlich Hector eine volle Stahlaxt am Anfang gehabt, die er jetzt einfach komplett gleich aufgebraucht hat? Das wäre schon witzig. Ach, lehnen wir uns mal zurück. Und gucken mal, was Oswin hier für einen Spaß hat. Ich trinke mal so lange was. Sehr schön. Noch weniger Schaden, den er potenziell essen könnte. Dö. Ich glaube, nach dem Angriff ist auch die Stahlaxt dann kaputt. Und Elliewood so, hallo? Ich will mich auch noch entwickeln. Mama. Ich darf mich nicht entwickeln. Synkrit. Oh ja. Spare ich Waffenerfahrung, also Waffenabnutzung. Oh nice, null Schaden. Aber leider kein Crit. Wenn ein General einfach schnell genug ist, um nicht gedoppelt zu werden. Feels. Speed Oswin, man. Prozent Crit-Chance ist ja schon fast gefährlich. So. Wie machen wir das jetzt? Ich möchte den da erstmal wegräumen. Ich könnte versuchen, ihn zu critten. Ich könnte versuchen, ihn zu treffen erstmal. Es ist jetzt ein bisschen ungünstig, mein Lieber, ne? Merkst du selbst. Wie sieht's damit aus? Hm. Ja? Der ist dann hundertprozentig weg. Okay. Du könntest dich schon mal um den da kümmern. Sehr schön. Kann denn? Oh, Mann, ey.
Nee, Lin darf da nicht einsteigen. Oh, wie gemein. Also muss man echt einen von den normalen Bogenschützen, Schrägstrich, Scharfschützen dafür haben. Kannst du den dann noch wegnehmen? Ja, nice. Kann sie auch mal ein bisschen offensiv werden. Und sich noch ein Level-Up damit holen. So. Na gut, dann läuft denn jetzt mit der Gruppe noch ein bisschen mit. So. Du hast ja auch noch eine Ballista und du hast eine Zwing-Axt. Raven. Du kannst den rausnehmen. Mit einem wunderschönen Crit. So langsam müsste ja auch der Charakter spawnen, den wir hier rekrutieren können. Würde ich behaupten. Okay, da ist nicht mehr so viel. Das heißt, wir können uns auch immer nach vorne wagen. Boah, das macht mehr als 10 Felder Abstand. So, stellen wir uns mal hier auf die Burgen. Können die Charaktere dann nämlich ein bisschen geheilt werden. So. Aua! Der hätte sogar wehtun können. Oh. Oh! Scheiße, Mann, habe ich nicht hingeguckt. Der hätte fast Jafar zerslasht. Ups. Und der hatte auch vor allem extra so eine Waffe gegen halt gegen Schwerteinheiten, glaube ich, diese Zwing-Axt, ne? Da sind sie ja schon wieder, die kleinen Edelleute aus Lycia. Wie gerne würde ich gegen sie antreten, aber prinzipiell besteht darauf, dass sie es waren, die ihn gerettet haben. Ha, was geschieht noch mit dieser Welt?